Egal ob Fasching oder Kindergeburtstag, der Vaterkuchen ist immer ein absoluter Renner. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Jessys Küchenkunst. Heute zeige ich euch, wie man diesen leckeren Klassiker zaubert. Hey, psst. Ihr müsst den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Hey, was? Den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ah ja, machen wir. Aber erstmal Film ab. Für dieses Rezept benötige ich auch gar nicht viele Zutaten. Ich fange mit dem Boden an. Dafür vermische ich 450 Gramm Mehl mit einem Päckchen Backpulver. So kann das Backpulver seine Wirkung nämlich am besten entfalten. Dann gebe ich ein Päckchen Vanillezucker dazu und noch 150 Gramm Zucker. Das Ganze vermische ich dann nochmal gut miteinander. Zu den trockenen Zutaten gebe ich jetzt noch 4 Eier, 200 Milliliter Öl und last but not least die Fanta. Davon kommen auch 200 Milliliter dazu. Jetzt wird alles zu einem schönen glatten Teig verrührt. Ich benutze dafür einen Handmixer, aber mit der Küchenmaschine funktioniert es auch prima. Der fertige Teig kommt dann auf ein schön eingefettetes Backblech. Gebacken wird das Ganze dann für 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Derweil rühre ich schon mal den Guss an. Dafür verrühre ich ein Päckchen Puderzucker mit 6 Esslöffel Fanta. Den zähflüssigen Guss verteile ich dann schön gleichmäßig auf dem abgekühlten Kuchen. Sobald der gesamte Guss auf dem Kuchen ist, kann das Dekorieren auch schon losgehen. Ich habe dafür bunten Puffreis genommen. Man kann aber natürlich auch bunte Zuckerstreusel oder auch Smarties nehmen. Wenn der Guss dann schön angetrocknet ist, kann der Kuchen in kleine Stücke geschnitten werden. Und dann heißt es nur noch guten Appetit! Mmh. Super lecker, Leute! Mmh, lecker, wirklich! Also schnell in die Küche und nachgemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.